Hallo Leute, ja, wir wollen diese Baumaterialfabrik hier in dieser Folge anschließen. Da wollten wir Steine von, warte, dem Lieferanten, den haben wir hier unten. Da einmal und da ist noch einer, der genauso heißt. Okay, der ist aber woanders. Okay, das ist gar nicht mal so weit weg. Da kann man wahrscheinlich direkt hinfahren lassen. Das könnte sein, das müssen wir dann mal gucken. Aber den ersten. Der ist hier und der müsste eigentlich, ja, hier so durch ist schlecht. Wir haben hier aber eine Eisenbahnlinie und einen Bahnhof hier schon dran. Vielleicht können wir den hier drüber laufen lassen. Der fährt dann hier hoch. Ah, da wäre schon Sabbat. Aber der kann bis dahin und dann wird umgeschichtet und dann müsste das eigentlich klappen. Machen wir in dieser Folge. Shorts Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dafür müssen wir erstmal Gleise passend legen. Und das wäre jetzt von hier aus. Ich hoffe, das geht so, ne? Weil das ist ja jetzt hier ein bisschen tricky, ne? Krümmung zu groß, ne? Ja, so sieht's aus. Das heißt, das kannst du weglassen. Aber hintenrum kommen wir auch nicht raus, weil da eine Straße hinter ist. Das würde bedeuten, vielleicht geht es ja geradeaus und dann einen Bogen machen. Ja, so muss es dann laufen, oder? Ja, machen wir so. So machen wir es. Kommen wir von da noch irgendwie raus und daneben her? Krümmung zu groß. Auch nicht möglich, hier wäre mehr Bau möglich. Und dann da dran, Krümmung zu groß, Krümmung zu groß, da nicht mehr. Und dann da drauf. Wunderbar. Da raus, da rein, einfach hier ja, Doppelkreuzung machen und dann läuft das schon. Könnte hier reinfahren, könnte da reinfahren. Rein, raus, raus, so würde alles gehen. Und dann müssten wir noch hier Signale vielleicht gerade noch hinsetzen. Das macht vielleicht Sinn. So rum. Und so rum. Aber da machen wir besser so rum. Und da so rum. Und da kein Signal, damit das nicht hier, damit das so klappt, dass die da gar nicht erst so weit kommen, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das so passend ist, aber wir können ja auch mal das Spiel laufen lassen, sehe ich gerade, ne? Okay. So, die können jetzt von da weiterfahren, fahren dann hier hoch, ne? Der Zug fährt dann bis hierhin. Und hier wäre dann der Austausch, oder? Ja. Da müsste das dann darüber. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So, dann müssen wir hier hinten noch. Wo ist das jetzt? Da ist das. Müssen wir vom Bahnhof darüber fahren, ne? Wäre dann hier. Oder ist es da besser? Spielt keine Rolle in dem Sinne, ne? Ja, spielt eigentlich keine Rolle. Dann brauchen wir jetzt hier ein Depot, eine LKW-Station. Krümmung zu groß. So wäre der Anschluss da, ne? Wenn ich das so mache, kriege ich so einen Anschluss nicht dahin, ne? Ich muss es, glaube ich, so komisch bauen, damit der Anschluss hier gegeben ist, damit die da was abholen. Sonst läuft das nicht darüber, ne? So, und dann bauen wir hier noch ein. Auch interessant, die Straße ist nicht angeschlossen, ne? Den erstmal umdrehe und so baue.
Okay, so wird's wohl gehen, ne? Mach das doch einfach so. So, Fahrzeugdepot, wo finden wir das? Gute Frage, ne? Das ist ein Eisenbahndepot. Zugdepot. Und dann hier ein Fahrzeugdepot. Wohl nirgendwo, ne? Da wahrscheinlich. Straßenfahrzeugdepot, das war ein Eisenbahndepot. Komm, egal, dann bauen wir hier eins hin. Zack. So, und dann Fahrzeug kaufen. Der muss Steine laden. Kann er auch, sehr gut. 5 kaufen. Neue Linie. Fährt von da nach da. Fertig. Dann brauchen wir noch einen Zug. Der war da. Fahrzeug kaufen. Ist der. Kaufen. Und Cargo. Ist der, ne? Ja. 133, 160, machen wir so. Kaufen. Neue Linie. Oh, ich glaube, der kommt da gar nicht hin. Kann das sein? Werden wir gleich sehen. Von da nach da. Doch, er könnte hier lang fahren, oder? Okay. Ist da irgendwo eine Meldung? Ne. Der fährt wohl raus. Sieht soweit gut aus, ne? Mal schneller. Okay, er fährt jetzt tatsächlich hier aufs Gleis und oh, zieht da vorher. Geil, oder? Der fährt da lang, okay. Dann schauen wir mal, wie das hier wird. Und ob das was wird, weiß ich nicht. Der da angehalten, weil er da kreuzen muss, aber der kommt da auch gerade ins Gehege, fährt aber weiter und jetzt müsste er, wenn der vorbei ist, weiterfahren. Macht er auch. Sehr schön. So, da dürfte ja noch nichts passieren, weil er erst in die andere Richtung muss, ne? Oh, hier stehen irgendwelche Steine, ne? Nach Kohle, okay. So, mal schauen, ob da jetzt gleich was geht oder nicht. Müsste aber eigentlich, ne? Okay, er wartet da auf den da und der wartet auf den da. Da ist natürlich eine doofe Wartestelle da. Aber anders geht das da nicht, ne? Und wieso geht jetzt hier nicht weiter? Nicht, dass da noch einer steht, ne? Macht er nicht. Er wartet jetzt auf volle Ladung oder was? Ladegeschwindigkeit nicht ganz voller Geschwindigkeit, weil Zug zu kurz. Ah, jetzt fährt er aber. Jetzt steht da auch noch einer sogar. Naja, da sollte man vielleicht mal mit einer Brücke arbeiten hier, oder? Kann das sein? Vielleicht kriegen wir das noch hin. Gleich, wenn das hier erledigt ist, wenn wir wissen, dass es läuft. So, der muss ja hier lang fahren, ne? Da kommt er. Fährt jetzt hier rein. Wunderbaren Bogen. Hat Vorfahrt vor dem. Fährt ins linke Gleis. Fährt er dann ins rechte? Ja, er fährt tatsächlich ins rechte. Sehr schön. Und er hat tatsächlich Ladung, ne? Aber Öl. Keine Ahnung, wie das Öl jetzt hier hinkommt. Ach so, wir sind am falschen Zug, ne?
Das ist unser. Ah, 62 Steine sind auch dran. Dann ist alles richtig, oder? Der hat jetzt hier noch nichts mit. Der fährt auch durch. Das ist, glaube ich, unser Steinzug hier, oder? Nee, ist er nicht. Oder ist er doch? Na, auf jeden Fall hat er hier nicht die richtige Ladung. Aber der ist, glaube ich, nee, ist nicht voll. Ah, die Steine liegen ja aber schon. Okay, vielleicht nicht mitgenommen, weil er ja noch nicht da anhält, ne? Das könnte sein. Schauen wir mal. Wann kommt hier der nächste an? War keiner. Da. Ach so, passt schon, ist nur in falsche Richtung. So, sind wir gespannt, ob der jetzt die Steine vielleicht schon mitnimmt. Ist die Frage, wohin fährt, ne? So, jetzt muss er gleich aus dem Tunnel kommen, oder? Da ist er. So, gucken, ob er jetzt die Steine schon mitnimmt. Kohle ausgeladen. Und der fährt leer weg. Vielleicht nicht die richtige Station, die da jetzt ist, oder? Das hier unten sind 2,8 Milliarden, ne? Also Geld spielt keine Rolle. Wirtschaft läuft. Was mir dazu einfällt, dass wir überhaupt noch keine Flugzeuge haben, das können wir jetzt mal dann auch als nächstes in Angriff nehmen, in der nächsten Folge oder so, ne? Dass wir mal einen Flieger haben. So, jetzt kommen hier noch mehr Steine rein, 119. Und die hauen jetzt hier auch schon wieder ab, ne? Weil wir kein Depot passend haben. Okay, Gütergebäude. Gucken, ob es jetzt besser ist. Ja, sieht erstmal gut aus, ne? Jetzt müsste hier noch ein Zug ankommen, da ist er schon. Er kommt wieder mit Kohle und jetzt muss aber die Kohle mal mitgenommen werden, ne? Ich glaube, jetzt ist das der dritte Zug, das heißt, es muss ja auch der dritte Bahnhof sein. Oder? Gucken, wie viel das jetzt hier ist. Ja, nimmt er mit. 115 von 120, okay. Das funktioniert erstmal. Das heißt, diese Summe hier wird auch wieder größer, weil wir noch mehr Rückfahrt haben, ne? Hier kommt schon der erste LKW, der leider noch keine Steine mitnehmen kann. Weiß nicht, ob der Zug schneller ist oder der LKW. Wahrscheinlich der LKW, ne? Ja, sieht so aus. Können natürlich jetzt mal schnell hier die Linie verwalten und sagen hier, Vollladen einer Fracht. Ich hoffe, das war jetzt hier richtig. Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das war nicht richtig. Laden, wenn vorhanden. Und hier, da ist es. Vorladen einer Fracht. Jetzt müsste es klappen. Aber der da jetzt angekommen ist, nimmt sowieso was mit. Und siehe da, 38 Steine. Das funktioniert auch. Wir liegen jetzt hier. Okay, nicht genug. Einer geht jetzt ohne aus. Aber vielleicht ändert sich das ja noch alles. So, das bedeutet, hier wird jetzt gleich produziert. So, Abnehmer ist jetzt hier, ne? Irgendwelche Städte. Welche Stadt ist das denn? Rühlkamp. Oh, das ist sogar hier. Ja, da müsste man mal gucken, dass man hier noch so ein Depot gerade hinbaut. LKW-Entladestation. Wollen wir ja nur hier hin machen, ne?
Deckt ja einiges ab, ne? Andere Steine sind ja hier nicht, oder? Da wird Brot gebraucht und da wird irgendwelche Werkzeuge gebraucht. So, das heißt, ein Fahrzeug hier raus. Das weg. Das an. Fahrzeug kaufen. Den nicht, sondern den nehmen wir dann, oder? Alle Güter. Kaufen wir. Brauchen, glaube ich, auch nur einen. Neue Linie. Der fährt von da nach da. Fertig. Da ist er. Und kriegt dann hier schon Bretter mit angeblich. Da liegen 5 Steine. Der fährt da jetzt schon mal raus. Mal gucken, wie weit das geht. LKW, Straße, Landstraße. So, ich muss sie upgraden, ne? Können wir hier übrigens auch machen. Ja, das wollte ich jetzt gerade nicht, ne? Das mal zu, ich wollte weiter meine Straße bauen. Haben wir, passt. Sehr schön. Können ja auch ein bisschen schneller fahren, ne? Hier liegen jetzt schon mittlerweile 23 Klamotten. Er fährt gerade 0. Hat auf jeden Fall hier was hingebracht und die Stadt wird wachsen, oder? Nachschubbewertung ist da 0. Hier schon 41%. 0. Da sogar, aber das sind Zahnräder. Okay, da bin ich gespannt. Der ist fast voll gewesen. Gut. Da liegen noch 9. 6, nicht 9. Ja, läuft eigentlich, ne? Produktion ist gut. Versand 44 läuft. Transport ist, ja, okay, jetzt geht es gerade richtig hoch. 36%. Hat eigentlich einen guten Eindruck, oder? Ist die Frage, was hier noch liegt. Nix. Das heißt, Zulieferung ist schlecht. Wir können aber hier noch eigentlich sagen, dass wir daraus was machen, ne? Gut, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge und dann überlegen wir uns aber definitiv das mit den Flugzeugen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video. Und leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von der Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.